Neuer Fahrgastrekord in den Zügen der Deutschen Bahn. Nie zuvor entschieden sich so viele Menschen in Deutschland für eine Bahnfahrt wie 2012. Der Personenverkehr auf der Schiene verzeichnete ein Plus von 49 Millionen Reisenden auf insgesamt 1,97 Milliarden Fahrgäste, ohne Arriva. Auch in allen anderen Geschäftsfeldern war die DB im Jahr 2012 gut unterwegs. Am 21. März stellte der Vorstandsvorsitzende Dr. Rüdiger Grube in Berlin die Zahlen vor, gemeinsam mit dem Vorstandsteam. Das Fazit 2012: Mehr Umsatz, mehr Ergebnis und was für uns besonders schön ist, noch nie hatten wir so viele Fahrgäste in unseren Zügen. Das ist die Kurzformel und unsere Bilanz für das Jahr 2012. Wir hatten 49 Millionen Fahrgäste mehr als im Jahr davor. Und wir bedanken uns bei allen unseren Kunden für diese Treue. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Milliarden Euro auf 39,3 Milliarden Euro. Ein Plus von 3,7%. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 17,3% oder 399 Millionen Euro auf 2,7 Milliarden Euro. Noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte hat die Deutsche Bahn so viel Geld in die Hand genommen. Die Nettoinvestitionen stiegen um 35,7% oder 918 Millionen Euro auf 3,5 Milliarden Euro. Zugleich baute das Unternehmen seine Nettoverschuldung weiter ab. Um 226 Millionen Euro auf jetzt 16,4 Milliarden Euro. Ein Minus von 1,4%. Der DB-Konzern steht unverändert für finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit. Und dies wird auch von Ratingagenturen und Investoren so gesehen. Die erneute Bestätigung unserer Ratings und die Nutzung des Kapitalmarkts auch im Jahr 2012 zu ausgesprochen attraktiven Konditionen belegen dies auf durchaus, wie ich finde, eindrucksvolle Weise. Die Zahlen im Einzelnen. Der Schienenpersonenverkehr vermeldet nicht nur mehr Fahrgäste, sondern auch einen Zuwachs bei der Verkehrsleistung. Sie stieg um 3,1 Milliarden Personenkilometer auf 82,4 Milliarden Personenkilometer ohne Arriva. Ein Plus von 4%. Das Verkehrsmittel Schiene konnte seine Position ausbauen. Im gleichen Zeitraum, und das finde ich ist sehr beachtlich, gab es in Deutschland 2,9% weniger Pkw-Zulassung und die Zahl der innerdeutschen Flugreisenden sind im gleichen Zeitraum um 3,8% zurückgegangen. Das Verkehrsmittel Personenschienenverkehr ist damit eindeutig der Gewinner unter den Verkehrsmitteln. Rückläufig war die Zahl der Fahrgäste im Busverkehr in Deutschland. Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen sank sie um 4,1% auf 725,4 Millionen Fahrgäste. Der Schienengüterverkehr musste sich 2012 erheblichen Herausforderungen stellen, auch struktureller Natur. Infolge der schwachen Konjunktur sank er um 5,4% auf 105,9 Milliarden Tonnenkilometer. Umso mehr sind wir stolz darauf, dass es dem Team bei DB Schenker Rail Deutschland in dieser Situation gelungen ist, den Turnaround zu schaffen, und zwar trotz sinkender Mengen. DB Schenker Rail leistete einen Ergebnisbeitrag in Höhe von fast 17 Millionen Euro. Uneinheitlich war die Entwicklung bei DB Schenker Logistics. Das Sendungsvolumen im europäischen Landverkehr blieb konstant. Es sank geringfügig um 0,5%. Die Luftfracht verzeichnete ein Minus von 4,7%. Ein Plus von 8,1% meldet dagegen die Seefracht. Mit einem Umsatzplus von 17,7% konnte die Kontraktlogistik ihre dynamische Entwicklung fortsetzen. Das Geschäftsjahr 2012 war für uns, für den DB-Konzern, kein einfaches Jahr. Trotzdem können wir Ihnen heute erneut gute Zahlen präsentieren. Und auch das gehört zu einem nachhaltig erfolgreichen Unternehmen, nämlich dass auch in schwierigen Zeiten robuste Ergebnisse und Cashflows erwirtschaftet werden und die finanzielle Stabilität
des Konzerns und der Geschäftsfelder nicht gefährdet wird. Weitgehend stabile Zahlen meldet die Infrastruktur im Blick auf Trassenkilometer und Stationshalte. Konjunkturbedingt nahm die Trassennachfrage leicht ab. Ein Minus von 1,1% auf 1 Milliarde Trassenkilometer. Konzernexterne Bahnen konnten ihren Anteil weiter steigern. Sie verbesserten sich um 4,9% und erreichen inzwischen einen Anteil von 22,2% bei der Gesamtnachfrage. Das Geschäftsjahr 2012 war, so das Fazit, richtungsweisend für die Zukunft des DB-Konzerns. Die Strategie DB 2020 geht auf. Unsere 300.000 Mitarbeiter sind es, die den Aufbruch zu DB 2020 geschafft haben. Sie haben eine hohe Bereitschaft zur Veränderung und ihre große Leidenschaft für unser Unternehmen, für die DB bewiesen. Und sie haben gezeigt, DB 2020 ist der richtige Weg und es ist unser Kompass für die Zukunft. Rüdiger Grube begrüßte vor Beginn der Pressekonferenz die 300.000. Mitarbeiterin des DB-Konzerns. Die 22-jährige Konstanze Schmidt arbeitet seit 1. Februar als erste Klasse Stewardess im DB-Fernverkehr. Die Deutsche Bahn hat 2012 allein in Deutschland 11.000 neue Mitarbeiter eingestellt. So viel wie nie zuvor in den vergangenen 10 Jahren.